Mehr Stoffe im Infrarotlicht. Achtung! In diesen Versuchen werden reizende und gesundheitsschädliche Stoffe verwendet. Ich übernehme keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die bei der Nachahmung dieser Versuche entstehen können. In diesem Video schauen wir uns weitere Beispiele von Stoffen und Experimenten im Infrarotlicht an. Als erstes möchte ich mir Chromalaun anschauen. Die Farbe des kristallinen Pulvers ist klar erkennbar. Als ein Kristall ist die Farbe so dunkel, dass dieser fast schwarz erscheint. Nur am Rand ist die Farbe noch einigermaßen erkennbar. Im Infrarotbereich wird kein Licht absorbiert, weshalb der Kristall klar und durchsichtig ist. Hier ist eine Kupfersulfatlösung. Diese ist im sichtbaren Licht eindeutig durchsichtig. Infrarotlicht wird stark absorbiert, sodass die Lösung hier fast undurchsichtig ist. Wird die Lösung zu destilliertem Wasser gegeben, bilden sich nicht nur Schlieren aufgrund der unterschiedlichen Dichten der Lösungen, sondern auch die Absorption des Kupfersulfats ist sichtbar. Hier ist das Experiment im sichtbaren Bereich, wobei die blaue Farbe kaum zu erkennen ist. Beim letzten Mal hat sich gezeigt, dass eine Jodlösung im Infrarotbereich durchsichtig ist, jedoch festes amorphes Jod nicht. Hier wurden Vorschläge gemacht, Jod in verschiedenen Situationen genauer zu betrachten. Wenn Jod erhitzt wird, sind die Dämpfe so gut wie undurchsichtig. Deshalb wird der Versuch im Infrarotbereich wiederholt. Hier kann man sehen, wie sich in der Luft kleine Jodkristalle bilden, die zu Boden fallen und durch ihr Glitzern zu erkennen sind. Als nächstes resublimiert das Jod an einer kälteren Stelle, schmilzt im Anschluss und fließt zurück. Es sieht sogar so aus, als würde das Jod kondensieren. Hier liegen drei Aggregatzustände vor und alle dazugehörigen Änderungen, wobei das Sieden des Jods am Boden hier nicht sichtbar ist. Jod schmilzt bei 113,7 Grad Celsius und siedet bei 184 Grad Celsius. Unter dem Schmelzpunkt sublimiert es jedoch bereits. Hier noch einmal im sichtbaren Licht. Jodkristalle sind im sichtbaren Licht schwarz und reflektieren das Licht sehr stark. Im Infrarotbereich sind sie hingegen tatsächlich durchsichtig wie Glas. Als nächstes wurden einige Jodkristalle zu einer Kaliumjodidlösung gegeben. Durch die Oberflächenspannung schwimmen sie. Durch das Kaliumjodid löst sich das Jod aufgrund der Bildung von Polyjodid-Ionen schneller. In der Lösung ergeben sich Schlieren, da die entstehende Jodlösung eine höhere Dichte hat. Hier ist der Lösungsprozess im sichtbaren Licht. Im letzten Versuch wurde ein Stück Eisen, das bei einem Thermitversuch entstanden ist, mit dem Brenner erhitzt. Dieser Versuch könnte mit jedem Material durchgeführt werden, solange es der Hitze standhält und keine zu gute Wärmeleitfähigkeit hat. Wenn ein Körper erhitzt wird, gibt er je nach Temperatur elektromagnetische Strahlung ab. Die Wellenlänge liegt bei hohen Temperaturen im sichtbaren Bereich, weshalb das Eisen anfängt, rot zu glühen. Wenn die Temperatur sinkt, nimmt die Wellenlänge zu und die emittierte Strahlung bewegt sich immer weiter in den roten Bereich. Danach geht diese in den infraroten Bereich über, weshalb das Stück hier weiter glüht. Im Zeitraffer sieht man, wie das Leuchten langsam nachlässt, weil die Wellenlänge auch von der Kamera irgendwann nicht mehr aufgenommen werden kann. Mit bloßem Auge ist hiervon nichts zu sehen. Als weiteres Beispiel wurde hier ein Streifen aus Eisen erhitzt. Erneut wurde gewartet, bis das Glühen nicht mehr sichtbar war und in den Infrarotbereich geschaltet. Dort zeigt sich wieder das Nachglühen. Das waren ein paar Experimente im Infrarotbereich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sind gerne gesehen. Wenn ihr das letzte Video über Stoffe im Infrarotbereich noch nicht gesehen habt, schaut es euch hier an. Ansonsten könnt ihr hier mein letztes Video sehen. Ein Dank an meine Unterstützer auf Patreon.